diesen Mann kurz wissen. Wie bremst man als Lokführer richtig? Dass wir hier vorne unmittelbaren Einfluss auf den Fahrkomfort haben, das müsste euch allen klar sein. Das Problem ist eigentlich nicht so sehr das Fahren, sondern das ruckfreie Anhalten. Denn anders als beim Pkw reagiert die Bremse hier im Zug sehr, sehr verzögert. Diese Verzögerung, die tritt nicht nur beim Anlegen der Bremse auf, sondern auch, wenn ich sie löse. Und wenn ich das nicht rechtzeitig mache, dann kommt es zu diesem Halteruck. Hier ein Beispiel. Ich löse die Bremse. Jetzt ist sie es los. Im Klartext bedeutet das also, kurz bevor ich anhalte, muss ich meine Bremse lösen, damit ich sanft zum Stehen komme. Okay, tschüss.